Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute geht es endlich weiter mit dem Projekt S51 Zylinder. Und zwar wollen wir heute das Upgrade-Kit für BVF-Vergaser von CT Tuning testen. Hierzu machen wir zunächst wieder eine Eingangsmessung mit dem momentan verbauten 16 mm BVF-Nachbauvergaser. Wir erreichen hier eine Radleistung von 3,5 PS bei 5600 Umdrehungen und ein Drehmoment von 4,5 Newtonmeter. Bauen wir nun also den 16 mm Nachbauvergaser aus und rüsten Schritt für Schritt auf das Upgrade-Kit von CT Tuning um. Das Upgrade-Kit besteht aus folgenden Teilen. Als erstes ein Düsenstock mit nur einer Durchgangsbohrung. Einem abgeänderten Zerstäuber. Einer Teillastnadel. Einem Nadelclip. Dem Blättchen, welches die Nadel in Position hält, eine 85er Hauptdüse, eine 80er Hauptdüse, eine 75er Hauptdüse und die Vergaserwannendichtung. Zunächst können die originale Nadel und das Halteplättchen aus dem Gasschieber entfernt werden. Da die Teillastnadel aus dem Upgrade-Kit einen größeren Durchmesser hat, muss der originale Gasschieber hierfür umgebaut werden. Laut der Montageanleitung von CT Tuning muss der Gasschieber hierfür auf 2,6 bis 2,7 mm aufgebohrt werden. Da ich weder einen 2,6er noch einen 2,7er Bohrradar hatte, habe ich den Schieber zunächst mit 2,5 mm aufgebohrt. Manchmal muss man im Leben auch Glück haben, trotz des Bohrers mit nur 2,5 mm Durchmesser passt die Nadel durch. Passt immer gut auf den kleinen Nadelclip auf, ich kann euch aus Erfahrung sagen, wenn der einmal runterfällt, ist er meistens für immer verschwunden. Ich verbaue den Clip jetzt in mittlerer Position, so wie ich es vorher beim BVF-Vergaser auch hatte. Der Gasschieber ist hiermit schon mal fertig umgebaut. Zum Öffnen des BVF-Vergasers braucht man, denke ich, nicht viel zu sagen. Das Ganze ist eigentlich selbsterklärend. Als nächstes wird nun mit einem 8er Maulschlüssel der originale Düsenstock entfernt.
Die nächste Hürde ist, zumindest wenn man es noch nie gemacht hat, das Wechseln des Zerstäubers, aber auch das ist kein großes Hexenwerk. Hierzu braucht man nur ein Rundmaterial mit 6 mm Durchmesser, es kann wie in meinem Fall ein alter Fräser oder auch ein 6er Bohrer sein. Damit wird der Zerstäuber einfach von unten nach oben aus dem Vergasergehäuse getrieben. Hier mal beide Zerstäuber im Vergleich. Hier sieht man, dass der Zerstäuber aus dem Upgrade-Kit für die dickere Teillastnadel notwendig wird. Beim Einsetzen des neuen Zerstäubers ist es sehr wichtig darauf zu achten, dass die abgeflachte Seite nach hinten Richtung Luftfilter zeigen muss. Der neue Zerstäuber lässt sich am besten mit einer 7er Nuss und einer Verlängerung in den Vergaser einsetzen. Achtet beim Einsetzen möglichst genau darauf, dass der Zerstäuber nicht verdreht im Vergaser sitzt. Wenn ihr die richtige Position gefunden habt, kann der Zerstäuber dann in das Vergasergehäuse hineingeklopft werden. Jetzt sitzt der neue Zerstäuber in Position und ihr habt das Aufwendigste am Umbau auf das Upgrade-Kit schon hinter euch. Jetzt kann der neue Düsenstock wieder mit Hilfe eines 8er Maulschlüssels eingesetzt werden. Da wir hier immer noch den unbearbeiteten 50 Kubikzylinder fahren, habe ich mich dafür entschieden, die im Set enthaltene 75er Hauptdüse zu verbauen. Jetzt kann auch der Schwimmer wieder eingesetzt werden, dabei kann man gleich mal darauf achten, dass auch das Schwimmernadelventil noch leichtgängig ist. Den Schwimmerstand lasse ich unverändert, so wie der Vergaser auch vorher verbaut war. Nun kann die neue Dichtung eingesetzt und die Vergaserwanne wieder angeschraubt werden. Bei der Montage des Gasschiebers ist es sehr wichtig darauf zu achten, dass das Plättchen nicht wie hier zu sehen unter die Teillastnadel gehört, da diese sonst hin und her rutscht und ein Abstimmen des Vergasers unmöglich wird. Zunächst also wirklich nur die Nadel mit dem kleinen Halteclip in den Gasschieber stecken. Die Feder drückt also, wie man hier sieht, auf das große Plättchen und hält somit die Teillastnadel unten in Position. Jetzt kann der Gasschieber wie beim Serienmoped eingefädelt und der komplette Vergaser wieder verbaut werden. Schauen wir uns zum Schluss also an, wie der Serienmotor mit dem CT-Tuning Upgrade Kit für BVF-Vergaser funktioniert.
Er hängt auf jeden Fall schon mal schön am Gas. Schauen wir uns nur noch an, ob es leistungsmäßig irgendwelche Vorteile gibt. Mit einer Radleistung von 3,6 PS bei 5660 Umdrehungen und einem Drehmoment von 4,6 Newtonmeter liegen wir hier minimal über den Werten mit dem Serienvergaser. Im Leistungsdiagramm sieht man, dass es unten raus zunächst keinen messbaren Unterschied gibt, der BVF-Vergaser mit dem ZT Upgrade Kit im Überdrehverhalten dann aber doch ein ganzes Stück besser funktioniert als vorher. Das ZT Upgrade Kit hat also seine Daseinsberechtigung und ist mit knapp 20 Euro, gerade wenn man einen älteren Vergaser überholen möchte, sicherlich keine schlechte Investition. Ich lasse es auf jeden Fall verbaut. Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zusehen, euch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.